Wir setzen über von der griechischen Insel Chios ins türkische Cesme. Wir sind zu spät, eine halbe Stunde nach Plan, und wir wollen noch Geld abheben und die türkischen Regularien da sind ein bisschen undurchsichtig, und deswegen fühle ich mich gerade etwas angespannt. Und hier müsste eigentlich ein Bankomat sein und ich sehe ihn nicht. Nur 10 Kilometer trennen uns hier auf der Insel Chios von der türkischen Küste in Cesme. Wir haben gehört, dass nicht nur die Personenfähre, sondern auch die kleine Autofähre wieder in Betrieb ist und möchten auf diesem Weg in die Türkei einreisen. Ja, also Stress war wirklich nicht angesagt bisher. Die Fähre hat Verspätung und auch die Check-in-Formalitäten, sprich Zoll und alles Weitere, können wir erst machen, wenn die Fähre da ist. Das erfolgt dann direkt vor der Fähre. Jetzt warten wir hier mal, bis die ankommt. Wir fahren, ich weiß nicht genau wo, aber mit dieser Fähre da. Und das ist generell keine starke. We set out to walk 1,000 good miles from our hometown, leaving everyone behind as their slow fires die down. Once we left, we found it harder and harder to slow down, 'cause we set out to walk 1,000 good miles. Wir fahren jetzt in die Türkei! Ich glaube, in der Türkei ist es ganz heiß. Da sind ganz viele vertrocknete Pflanzen, vielleicht auch vertrocknete Bäume. Nach unserer Bergung aus dem Salzsee ist Tommy ganz wild auf ein Schiffstau, das ja auch ein dynamisches Seil ist, und schafft tatsächlich mit einem der Seemänner hier einen Deal. Sammy, wie ist es gerade? Das Lernen, kannst du dich gerade gut konzentrieren? Naja, nicht auf der Fähre. Und sonst, wie läuft es dann so? Sonst macht es, je nachdem, was ich aufhab, Spaß. Thank you! Die Ausreise in Griechenland war eigentlich wie gewohnt, mit Passkontrolle und Zoll. Und hier in der Türkei ist ein bisschen länger mit Passkontrolle und dann auch beim Zoll muss man das Fahrzeug eintragen. Achtung, normalerweise 30 Tage, man kann aber bis 3 Monate in den Pass bekommen, und so haben wir es jetzt gemacht. Und jetzt müssen wir noch zum Durchleuchten mit dem Auto und dann dürfen wir vollends einreisen. Ja, also so 2-3 Stündchen sollte man schon einplanen, auch hier für die türkische Grenze. Es waren alle super nett, es lief gut, es waren kaum Leute da, aber bis man dann da wirklich durch alles durch ist, zieht es sich, und bis man dann letzten Endes aus dem Hafen herausfahren kann auch. Aber jetzt stehen wir in Cesme, sind in der Türkei, und jetzt startet unser Abenteuer Türkei dann mal richtig. Und dann in die Türkei. Ja, Deutschland ist kleiner. Vom Fährhafen in Cesme aus machen wir uns als erstes auf die Suche nach einer SIM-Karte.
Dabei streifen wir den völlig überlaufenen touristischen Badeort nur am Rande und sind froh, dass wir dann doch Richtung Süden an der Küste weiterfahren dürfen. Die Küste hier ist sehr bebaut von Hotels und Feriensiedlungen, aber es gibt auch immer wieder kleine Buchten dazwischen. Allerdings kosten die den Eintritt, wenn man die genießen möchte. Unser Ziel ist ein Strand bei Ephesus, um dort zu übernachten und am nächsten Morgen so früh wie möglich in die Ausgrabung zu gehen. Dass hier sonntags Familientag ist und alle gemeinsam Ausflug und Picknick machen, das haben wir ja gewusst. Aber dass das dann so aussieht, ist schon etwas überraschend. Ja, nach einer halben Stunde hier Strand in der Türkei habe ich meine sämtlichen, eigentlich stehe ich lieber alleine, Pläne über Bord geworfen. Wir sind jetzt von so vielen angequatscht worden, sprechen, reden, in so vielen. Wir haben ungefragt, sind einfach Menschen gekommen und haben uns typische türkische Speisen gebracht. Alle interessieren sich für uns. Es ist eine große glückliche Familie und da kommen wir gerade auch nicht mehr raus und irgendwie ist es auch wunderbar. Also es hat genau einen halben Tag gebraucht und dann waren wir mittendrin in der Türkei und ich bin echt gespannt, wie das so weitergeht hier. Wir sind hier in Ephesus und hier in der Nähe steht der Artemis-Tempel, einer der sieben Weltwunder. Da ist ein Fuß und eine Hand. Ja, also man muss sich schon ein bisschen anstrengen, um hier in Ephesus ein ruhiges Plätzchen zu finden. Wir sind jetzt hier etwas abseits im Schatten. Es ist natürlich total voll, es sind unglaublich viele Busse hier. Wir sind gleich ganz früh morgens rein. Es wird wahnsinnig heiß, also morgens oder abends. Und wo man auch noch schön seine Ruhe hat, das ist in den Hanghäusern. Die kosten zwar extra, aber die sind auch nochmal richtig, richtig schön. Und da sieht man sehr viel Mosaike und Fresken. Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Natürlich ist Ephesus beeindruckend und einzigartig und man sollte es unbedingt gesehen haben, aber auf jeden Fall zu den Randzeiten, wenn etwas weniger los ist. Ein sogenanntes Weltwunder. Die antike Stadt Ephesus war sehr berühmt, auch weil in ihr der Artemis-Tempel, eines der sieben Weltwunder der Antike, steht.
Heute liegt er weit außerhalb des Grabungsgeländes. Man kann ihn anfahren und vielleicht sollte man das auch, weil es eines der 7 Weltwunder ist. Aber zu sehen gibt es leider nicht mehr viel, da der Tempel 2-mal zerstört wurde. Unsere ersten Eindrücke hier sind durchweg positiv. Wir haben unglaublich viele freundliche Menschen getroffen. Wir haben faszinierende Landschaften gesehen und wir fühlen uns hier wirklich willkommen. Und so fremd fühlt es sich jetzt nach dieser Reisezeit gar nicht mehr an, vielleicht auch wegen Tunesien. Und wir freuen uns jetzt richtig drauf, die Türkei weiter zu erkunden. Wir fahren entlang des Tals des großen Neanders nach Osten. Hier gibt es überall entlang der Strecke kleine Ausgrabungsgebiete, die man anschauen kann. Unser Ziel ist aber Aphrodisias. Wir haben den Polizist von den Polizeiautos da gefragt, ob wir hier parken dürfen und dann sind wir weggegangen und der hat gesagt, kommt noch mal her und dann hat er uns die 2 Lutscher hier in die Hand gedrückt. Aphrodisias war eine der Hauptstädten des Aphrodite-Kults. Die Göttin drückte der Stadt wohl ihren Stempel auf und der Kult, der sie begleitete und zum Teil ausschweifende Festlichkeiten bescherte, führte dazu, dass bereits in der antiken Welt diese Stadt sehr bekannt war und viele Besucher dorthin kamen. Im Vergleich zu Ephesus, wo so viele Touristen sich drängeln, ist es hier bedeutend ruhiger. Dennoch nutzen wir die Gelegenheit und gehen ganz früh in die Ausgrabungsstätte. Zum einen, weil es dann wirklich warm wird gegen Mittag und zum anderen, weil es einfach ein unbeschreibliches Gefühl ist, alleine in der Morgensonne durch solche Stätten zu wandern. Ein 170 Meter langer Pool, der umstanden war von 2 Reihen von Palmen. Und außenrum um die Palmen waren dann Säulen angeordnet. Das muss ganz toll ausgesehen haben. Und um die Säulen oben drumherum ging dieser Fries, den wir am Anfang schon gesehen haben, mit den vielen Gesichtern. Unglaublich. Ich bin hier gerade lang gelaufen und plötzlich hat es da geraschelt. Ich habe hingeguckt und dann war da eine riesige schwarze Schlange, die weggesprungen ist. Und dann lag diese Schlangenhaut vor dem Loch und die ist richtig frisch. Hier sieht man noch den Kopf und die ist ganz frisch. Die hat sich gerade eben erst gehäutet und... Vicky. Victoria. Wir haben noch ein weiteres großes touristisches Highlight auf dem Plan. Aber wir fahren nicht außenrum die große Straße, sondern wir kürzen ein bisschen ab durch die schöne Bergwelt. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see.
reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Und dann tauchen sie plötzlich aus der Ebene auf. Die weißen Sinterterrassen.